wir starten jetzt mal und lassen Sie nicht mehr unnötig lange warten. Super schön, dass Sie alle gekommen sind. Bei dem Wetter keine Selbstverständlichkeit. Zum zweiten Umwelttag des Landkreises Peine. Ich habe die glückliche Aufgabe, heute ein bisschen durch den Nachmittag zu führen. Mein Name ist Andrea Kessler. Eigentlich leite ich die Energieagentur des Landkreises, der Region Braunschweig-Wolfsburg. Und heute darf ich aber durch die Veranstaltung moderieren, gleich noch einen kleinen inhaltlichen Input auch geben. Und bevor ich noch was zum Ablauf und zum Inhalt sage, übergebe ich jetzt erstmal das Wort an unseren Gastgeber, Herrn Landrat Henning Heiß. Ja, schönen Dank, Frau Kessler, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen hier in unserer feuerwehrtechnischen Zentrale zum Thema, es geht ums Klima. Ersparen Sie mir jetzt, dass ich irgendwas zur Bedeutung dessen sage, weshalb wir hier sind. Ich glaube, Sie alle wissen, wie wichtig dieses Thema ist, und diejenigen, die es noch nicht wissen oder die es nicht glauben, die werden wir auch davon nicht überzeugen können. Ja, seien Sie mir herzlich willkommen. Schwerpunkt heute ein Stück weit die Unternehmen, also Klimaschutz aus Unternehmenssicht. Wir haben ausgesprochen interessante Vorträge hier. Wir haben uns schon seit einiger Zeit auf den Weg gemacht in Sachen Klimaschutz mit unserer Klimaschutzagentur, die hier im Landkreis mittlerweile gut vernetzt ist in vielen Bereichen. Und insbesondere haben wir eine Kooperation mit unseren Gemeinden, und Schwerpunkt mit der Aufgabe ist, die kommunale Wärmeplanung voranzubringen für unsere Gemeinden gemeinsam. Sie wissen, dass das vor kurzem jetzt, glaube ich, jetzt in gesetzliche Form gegossen wurde. Wirksam wird, glaube ich, zu Anfang des Jahres. Das wird sicherlich die nächste Zeit hier bei uns erhebliche Kapazitäten binden. Lassen Sie mich noch einen Satz sozusagen aus Sicht des Landrates oder als Sicht des Vertreters des ländlichen Raums zum Thema Klimaschutz sagen. Diese ganze Transformation, die wir vor uns haben, die Energiewende, die spielt sich natürlich vorwiegend im ländlichen Raum ab. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Windenergieanlagen stehen im ländlichen Raum, die großen Photovoltaikanlagen sind in der Regel im ländlichen Raum, und auch die schönen 380 KV-Leitungen kommen in der Regel durch den ländlichen Raum. Ich weiß nicht, ob jemand aus Vechelde hier ist. Umspannwerke werden gebaut. Also das Thema, das diese Energiewende begleitet, ist hier ganz markant im ländlichen Raum. Und ich denke, die politische Diskussion hat nicht umsonst reklamiert, dass es dafür für uns auch einen Ausgleich geben muss. Bei Windenergie klingt das schon an. Das Land will das künftig auch ins Werk setzen. Das halte ich auch für richtig. Denn wir können hier den ländlichen Raum nicht nur belasten, sondern wir müssen ihm auch was bieten, zumal der ländliche Raum ansonsten, ja, sage ich mal, nicht gerade besonders fair bedacht wird. Ich nehme nur mal das Beispiel 49-Euro-Ticket, im Prinzip eine tolle Sache, aber wenn keine Busse fahren, nützt uns auch ein 49-Euro-Ticket nichts. Das heißt, erstmal gerade für den ländlichen Raum ist es wichtig, einen ÖPNV zu haben, einen ÖPNV auf die Beine zu stellen, der hier auch dazu führt, dass die Leute das 49-Euro-Ticket nutzen können. Ja, ich bin jetzt auch gespannt auf die Vorträge, möchte dem nicht länger im Wege stehen, wollte nur noch mal so das Thema aus Sicht, gerade aus meiner Sicht noch mal schildern. Das sind Themen, die ich in letzter Zeit hier mit zu bewegen habe. Bin aber sehr gespannt, was wir hier heute haben, und darf jetzt wieder an Frau Kessler, an der ich mich ganz herzlich bedanken darf schon mal, dass Sie das übernehmen, die Moderation, so wie ich mich auch bei unserer Klimaschutzagentur, bei der Vito, bei allen bedanke, die hier mitgeholfen haben, das heute hier ins Werk zu setzen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Heiß. Vielleicht mögt ihr beiden dann auch kurz mal nach vorne kommen, denn ihr seid ja ebenso Gastgeber, denn irgendjemand hat das Ganze sich auch ausgedacht und organisiert. Und ich übergebe erstmal an dich, Andrea Pfeiffer. Du stellst dich selbst. Ja, vorgestellt wurde ich jetzt ja schon, Andrea Pfeiffer. Und mir kommt die Ehre zuteil, Sie heute hier im Namen der Klimaschutzagentur für den Landkreis Peine begrüßen zu dürfen. Wir sind sehr, sehr froh darüber, dass wir das Format aus dem letzten Jahr jetzt tatsächlich in diesem Jahr nochmal wiederholen konnten, und sehen das auch für die Zukunft wirklich perspektivisch, dass wir jedes Jahr wieder in so einem Rahmen die aktuellen Themen diskutieren möchten. Und ich glaube, da erwartet uns heute Spannendes mit der E-Mobilität und entsprechend Energieeffizienz. Genau. Mein Name ist Maike Henkel, ich bin von der Vito GmbH, und auch ich begrüße Sie recht herzlich hier. Ich bin auch sehr froh, dass wir das Ganze jetzt im zweiten Jahr hier zusammen mit der Klimaschutzagentur
organisieren können. Und ich möchte auch aufgrund der vielfältigen Inhalte Sie jetzt gar nicht mit einer großen Vorstellung langweilen, sondern direkt weitergeben an die liebe Andrea Kessler von der Regionalen Energieagentur, auf die ich mich auch sehr freue. Und da möchten wir auch direkt in die Inhalte gehen. Danke. Martin, wenn du einmal vielleicht das Programm einblendest. Das Programm haben Sie alle bekommen. Ich will nur zwei, drei Sachen sagen, dass Sie noch wissen, was Sie heute hier erwartet. Wir haben zwei große Themenblöcke. Da geht es einmal um den großen Bereich Energieeffizienz in Ihrem Unternehmen, aber auch um erneuerbare Energien und so weiter. Und im zweiten Themenblock geht es eher um den Bereich nachhaltige Mobilität, Elektromobilität. Und weil es nicht nur Frontalbeschallung nur sein soll, ist uns mindestens genauso wichtig, dass wir hinterher gemeinsam ins Gespräch kommen. Das heißt, wir teilen uns dann nochmal in zwei Gruppen auf. Da können Sie sich entscheiden, in welchem Bereich Sie eher möchten. Und dann sind eben die Referenten, Referentinnen für Sie da. Da kommen wir dann wirklich ganz locker im Stehen hier und in einem anderen Raum miteinander ins Gespräch. Und da können Sie auch Ihre ganz individuellen Fragen, Anliegen, vielleicht auch mal eine Frage nach einer Förderung oder Ähnlichem, was hier nicht genannt werden sollte, dann noch loswerden. Das ist im Groben unser Programm. Eine mittelmäßig schlechte Nachricht gibt es noch. Ein Vortrag muss leider ausfallen von Carina Heidermann von LB Systems. Sie hat versucht, mit mir zu telefonieren. Ich konnte sie nicht verstehen. Sie hat wirklich eine schlimme Sommergrippe. Das heißt, das Thema zum Second Life von Akkus werden Sie heute zwar nichts hören, Sie kriegen aber am Ende ohnehin die Präsentation aller Vorträge, da können Sie es nachlesen und Kontakt aufnehmen. Ich kenne den Vortrag, es hätte sich sehr gelohnt, denn darin wird auch die Zukunft liegen. Da werden Sie mir beipflichten, dass es eben nur geht, wenn wir da eben auch irgendwie bei Cradle to Cradle sind und die Fahrzeugbatterien nicht nur nachhaltiger herstellen, sondern auch recyceln oder denen ein zweites Leben schenken. Genau, ich gucke noch, ob ich irgendwas vergessen habe. Natürlich, fast das Schönste habe ich vergessen. Wir haben das große Glück, dass heute Janina Röhrig da ist. Janina, wenn du dich einmal umschauen möchtest. Genau. Das sogenannte Graphic Recording begleitet uns heute. Und wir haben abgesprochen, dass ich mich nicht daran versuche, das zu erklären, sondern dass du es selbst machst. Hallo, guten Tag. Mein Name ist, wie gesagt, Janina Röhrig. Ich bin Illustratorin, Grafikerin und eben Graphic Recorderin seit 10 Jahren. Ich weiß nicht, ob Sie das alle kennen. Also Graphic Recording gibt es in Deutschland seit ungefähr 20 Jahren. Das kommt aus den 70ern aus den USA, aus dem Mindmapping. Das kennt wahrscheinlich jeder. Und das wurde weiterentwickelt eben zu diesem Graphic Recording. Das ist eine Begleitung von Veranstaltungen. Da fasst man die Kernaussagen zusammen und illustriert die Kernaussagen noch dazu. Das hat einfach den Effekt, dass das Gehirn Informationen über Bilder abspeichert und auch Informationen wieder über Bilder abruft. Und deswegen dieses Bild für Sie. Und Janina hat auch zugestimmt, dass man ruhig auch kommen darf und gucken darf und vielleicht auch mal was fragen darf oder was loswerden darf dazu. Ich finde das super schön und sehr kurzweilig. Vielen Dank, dass du da bist. Extra aus Hessen nämlich angereist, wie ich gelernt habe. Genau. Und mein allerletzter Punkt ist, wir werden nach den ersten zwei Vorträgen eine kleine Biopause machen. Und wenn Sie Lust haben und vielleicht auch hinten mal an der kleinen Ausstellung und im Flur vorbeizugehen, überall wird auch gleich jemand stehen, da können Sie auch sich ein bisschen informieren zum Thema Klimawandel und zum Thema Klimafolgenanpassung. Aber da sage ich dann später zu. So, genug der langen Vorrede. Carsten Rabe ist unser erster Referent. Herr Rabe, Sie werden sich selbst vorstellen. Von mir gibt es nur den kleinen Hinweis, ich habe ein strenges Zeitregiment und ich werde gut auf die Zeit achten. Und vielleicht ein Hinweis noch für Sie. Verständnisfragen gerne sofort, aber der Austausch mit den inhaltlichen Fragen, das wäre ganz schön, wenn wir es später platzieren, damit das hier nicht so ausufert. Behalten Sie sich Ihre Fragen, die sollen unbedingt Ihren Raum bekommen. Und jetzt Bühne frei für Carsten Rabe. Danke. Danke, Frau Kessler. Frau Kessler, als die Geschäftsführerin unserer regionalen Energieagentur in Braunschweig, Ihnen allen wohl bekannt, wir sind fast
Gründungsmitglied geworden damals. Ich bin bloß zu spät zum Notar gekommen. Also das Engagement, was wir hier spüren, finde ich ganz toll. Und ich freue mich auch, dass wir eingeladen worden sind, hier bei Ihnen einen Vortrag dann, einen Impulsvortrag zu setzen, weil es sind nur 10 Minuten und Frau Kessler ist tatsächlich streng. Darf ich Ihnen das geben? Dann kann ich nämlich hier einfach weiterdrücken. So, Herr Heiß, Sie haben hier eigentlich alles gut gemacht. Sie haben im FTZ gesagt, wir treffen uns hier im FTZ. Das ist ja nicht das FTZ, sondern es ist Ihr Konferenzzentrum, neu gebaut. Aber das FTZ da hinten ist eine Liegenschaft. Da haben wir schon mal eine PV-Anlage für Sie drauf gebaut. Also, Sie gehen mit als Vorbild vom Landkreisseite aus gut voran. Es ist auch so, dass Sie dort sich ein Bürogebäude, wenn jemand Interesse daran hat, sollte er da auch mal hinschauen, ein Bürogebäude gebaut hat in einem PPP-Projekt, was mit Erdwärme geheizt wird. Perfekt. Und das ist schon vor Jahren angeschoben worden, ist aber das, was dem neuen Paradigma entspricht. Und das ist das, so will ich meinen Vortrag beginnen. Wir haben ein neues Paradigma. Sie alle haben gemerkt, wie im letzten Jahr dadurch, dass Gas vielleicht verschwinden würde als Primärenergiequelle, alle Angst bekommen haben. Wir als Planer, wir sind Planer für technische Gebäudeausrüstung und Bauphysik, mussten uns früher immer rechtfertigen, wenn es darum geht, irgendwelche Energiedinge mit grüner Energie oder mit Wärmerückgewinnung oder zu machen, haben wir nebenbei gemacht. Das ist nicht mehr so. Früher mussten wir reflexartig uns rechtfertigen. Heutzutage ist es so, dass wir einfach sagen, die Energieversorgung für Ihr Gebäude, die Mengen, kaufmännisch sind so wichtig, dass Sie das als Geschäftsmodell beherrschen müssen. Und deswegen treten wir an, hier an der Stelle unsere Bauherren zu beraten und in die Zukunft zu bringen. Als die Anfrage kam, habe ich gedacht, naja, 20, 25 Beispiele kann man hier vielleicht mal vorstellen, Frau Kessler, weil wir machen das ja schon eine ganze Zeit. Aber das schaffen wir nicht. Ich habe ein paar Impulse gesetzt von Sachen, die mir wichtig sind. Die sind bei uns so ein bisschen chronologisch geordnet von den ersten Anfängen. Ich sage Ihnen auch, was wir heutzutage dann nicht mehr so machen würden. Und das ist etwas, was die FTZ-Anlage habe ich jetzt nicht dabei als Beispiel, aber was immer stärker kommt, das wissen Sie alle, sind PV-Anlagen. Und Sie müssen immer im Kopf haben, die Energiewende wird nicht in den Neubauten gemacht mit unseren immer dickeren Wärmepaketen, sondern die Energiewende machen wir im Bestand. Ganz wichtig. Und ein zweiter Lehrsatz, die Zukunft des Heizens wird elektrisch. Das wissen Sie auch alle. Insofern ist PV immer wieder ein Thema, was bei uns auftaucht. Und wir haben für Unternehmen gearbeitet, wo dann quasi die jeweiligen Entscheider diejenigen sind, die Dinge vorangebracht haben. Ich mache das mit Absicht so, dass wir mit der Zeit durchkommen. Sie alle kennen und haben vielleicht mal gehört Desertec. Desertec ist eine Initiative, eine Gründung, eine Stiftung, die versucht, die Energie in Afrika auch zu erzeugen. Und das habe ich kennengelernt, Frau Kessler, als wir letztes Jahr bei dem Unternehmertag zusammen waren. Das ist das Buch von Florian Rehm. Florian Rehm ist von Jägermeister der Eigentümer und Chef oder einer der Eigentümer. Der hat gesagt, das hat ihn fasziniert. Und ich bin in 2010 in Afrika mit dem Motorrad unterwegs gewesen und ich weiß, Flächen sind da unglaublich vorhanden. Da ist ein unglaubliches Potenzial für grüne Energie, aber auch ein unglaubliches Potenzial daran, dass es dort Menschen gibt, die einem das nicht gönnen. Die Befriedung in diesen Gebieten ist sehr schwierig herzustellen. Und ich glaube, dass wir auch auf absehbare Zeit nicht in diesen Ländern unsere Energieprobleme lösen werden, sondern wir müssen selbst daran gehen. Sie hatten Windkraft angesprochen, Herr Heiß. Windkraft ist ein Thema, was ich früher gemacht habe. Windkraft hat den ganz großen Vorteil, dass man sieht, das sind ganz kleine Flächen, die man eigentlich nur in Afrika braucht, in der Wüste, um die Energieversorgung für unsere ganze Welt zu erzeugen. Das sind Studien, die hat das DLR gemacht, da ist Siemens mit dran. Die haben sich aber zurückgezogen, eben wegen der politischen Probleme aus den Bereichen. Also müssen wir selbst dafür sorgen, dass wir das hinbekommen. Pareto-Prinzip. Mit 20% Aufwand 80% des Ertrages erreichen. Und das trifft jeden Unternehmer. Wer hier Unternehmer ist, weiß, wie begrenzt die Ressource Zeit ist. Jeder muss es organisiert bekommen, dass er seine Ziele umsetzt. Und wenn ich das auch auf das Thema Energie übertrage, dann ist das so, dass ich in der Regel, wenn man richtig herangeht,
an der Peripherie in den Unternehmen eine ganze Menge machen kann. Ich kann auch in die Prozesse einsteigen. Das ist sehr schwierig manchmal, kann manchmal auch akademisch werden. Und insofern ist es so, dass wir eigentlich versuchen, auch im Bestand, mit diesem Lehrsatz Pareto-Prinzip mit 20% Aufwand, 80% der Wirkung zu erreichen, versuchen, unsere Projekte zu organisieren. Und das ist umso wichtiger, wenn Sie in den Bestand gehen. Dort muss es immer Menschen geben, die das, was als Idee da ist, aus energetischen Gründen tatsächlich auch umsetzen. Und das sind die Protagonisten unserer Energiewende. Das sind wir, RPB-Ingenieure. Ich sage immer, wir sind stolze Landeier. Wir sitzen in der Nähe von Vechelde auf dem Dorfe, arbeiten dort im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung und Bauphysik als Planer, als Treuhänder für Bauherren, wie zum Beispiel einen Landkreis, wie aber auch für private Bauherren. Und beschäftigen uns an der Stelle mit eben tatsächlich zu Anfang immer erstmal der Gebäudehülle. Die Höhle muss erst einmal gut werden. Dann kann ich losgehen und kann mit unserer Anlagentechnik den Komfort, Licht, Kommunikation, was wir hier hören, natürlich auch Wärme, hineinbringen in das Gebäude. Wir sitzen dort, ich führe das Unternehmen zusammen mit meiner Frau, mit 15 bis 20 Mitarbeitern. Es ist ja immer so ein bisschen Fluktuation in der heutigen Zeit und beschäftigen uns eben mit Gebäuden im Neubaubereich. Wir haben die letzten Jahre diverse 100 Wohnungen gebaut, immer als Treuhänder des Bauherrn, häufig auch mit dann den Ansätzen, die man machen muss. Wir bauen zum Beispiel in Wolfsburg das größte KfW 40 Plus Haus mit einer riesigen PV-Anlage auf dem Dach, mit Lüftungsanlage, mit Wärmerückgewinnung. Alle Schikane sind da drin, aber das sind singuläre Projekte. Die Energiewende wird im Bestand geholt. So, das ist jetzt hier eine kleine Arbeitshilfe, zumindest so gedacht. Die Vorträge werden ja versandt und dann kann man mal sich selbst auf den Prüfstand stellen. Man muss das so lesen, wir schauen auf unsere Projekte immer drauf, denn in der Regel sind es Gebäude, die die Energie benötigen, um eben die Prozesse da drin umzusetzen, um das Geschäft da drin zu betreiben. Ein wichtiger Bestandteil dieser Geschäftsmodelle ist natürlich immer die IT. Und es ist so, dass IT herkömmlich betrieben werden kann, dass es aber auch viele Ansätze gibt, die auf Softwareseite spielen, die dazu führen, dass ich energetisch sehr, sehr effizient werde. Das ist die Virtualisierung. Wer es gehört hat oder wer es kennt, weiß, um was es da geht. Da kann man unglaublich Serverenergien mit einsparen. Das muss man in Angriff nehmen. Dann ist es so, dass wenn Sie Fragen stellen im eigenen Unternehmen nach IT-Problemen, dann ist es so, dass Sie auch mit freier Kühlung arbeiten können. Beleuchtung, LED-Beleuchtung ist jetzt bei uns Standard. Wir werden gleich ein Beispiel sehen. Da haben wir das erste Mal eine vollflächige LED-Beleuchtung gemacht. Das ist was Besonderes gewesen. Heutzutage Standard, sehr effiziente Beleuchtung. Prozesswärme, es gibt das Energieeffizienzgesetz, was im April vom Bundeskabinett verabschiedet wurde. Wie das jetzt in der Ratifizierung ist, habe ich heute Morgen nicht, ich habe es nochmal gegurgelt, herausgefunden. Aber es geht darum, dass man auch Sektorkopplung betreibt, Wärmeverschiebung betreibt. Das sind Dinge, die man aus einem Gebäude, wir werden dann nachher ein Beispiel kurz sehen, die man dort versuchen muss hinzubekommen. Vielleicht dann noch zum trivialen Ansatz. Natürlich sind unsere alten Gebäude in der Regel mit schlechter Wärmedämmung gebaut. Da kann man eine ganze Menge machen. Das ist aber nur eine Sache, die spielt zwischen Daumen und Zeigefinger, um Energie zu sparen. Trotzdem muss es in Angriff genommen werden. Vielleicht ein kleiner Hinweis für die Unternehmer. Druckluft ist die teuerste Energieform. Und da haben wir auch jemanden in der regionalen Energieagentur, Herrn Brüggemann von der NIFA, der da auch tätig werden kann und helfen kann. Wenn Sie diese Arbeitshilfe nehmen, können Sie sich selbst auf den Prüfstand stellen, 20% investieren und gucken, wo könnte ich denn Potenziale schaffen. Die Kompetenzen, ich habe das gerade im Vorgespräch auch gesagt, die Kompetenzen für diese Fragestellen nach KW und Kilowattstunden sind in der Regel in den Unternehmen vorhanden. Das haben wir sehr vielfältig erfahren dürfen. Erstes Projekt.
ein Bestandsgebäude. Der, der es vorantreibt, ist der Vorstand dort gewesen. Der hat gesagt, ich möchte, das war lange vor Habeck, vor dem Wärmegesetz im letzten Jahr, ich möchte gerne die graue Energie in dem Gebäude retten. Das ist eine Büroimmobilie gewesen aus den 70er Jahren. Die ist komplett neu gemacht worden mit neuer Energie, mit neuer Wärmedämmung. Aber Sie müssen immer im Kopf behalten, die Konstruktion, die Grundkonstruktion ist stehen geblieben. Denn 8% des CO2-Ausstoßes weltweit werden durch Beton verursacht. Ist alles drin geblieben. Wir haben in dem Projekt uns mit diversen Techniken beschäftigt, Ertüchtigung der Gebäudehülle, also andere Heizungsanlage, Kraft-Wärme-Kältekopplung, das ist das, was ich vorhin angekündigt hatte, was wir damals gemacht haben, wo wir sehr stolz drauf gewesen sind, was aber nicht wirklich in der heutigen Zeit vor dem Hintergrund Erdgasversorgung mehr ein ernsthaftes Thema wäre. Wir haben auch graue Energie gerettet, indem Bestandslüftungsanlagen weiter benutzt werden und unsere erste vollflächige LED-Anlage gebaut auf dem Dach, eine PV-Anlage, die Strom vor Ort erzeugt. So, das ist das, wo ich gesagt habe, stolz wie Oskar sind wir gewesen. Das ist ein Konzept, wo mit einem Blockheizkraftwerk und einer Adsorptionskältemaschine ein Kraft-Wärme-Kälte-Verbund geschaffen wird, der sehr effizient den Brennstoff Gas ausgenutzt hat. Würden wir heutzutage nicht mehr machen. Das hat in 2011, 2012, da war Gas im Grunde noch das, der Primärenergiebrennstoff der Wahl. In 2011, 2012 war das gut. Heutzutage würden wir uns da nicht mehr mit heraustrauen. Frau Kessler, wir haben 2018 für das Rechenzentrum im Bestand des Landkreises Peine eine PV-Anlage gebraucht. Wir haben einen Preis von Ihnen bekommen. Vielen Dank dafür. Wobei wir es als trivial empfunden haben, weil es ja eigentlich so naheliegend ist, PV dahin zu stellen, wo der Strom gebraucht wird. Ja? Und das ist das, was man aber da machen kann. Das Besondere an diesen Anlagen, wenn Sie sich das anschauen, da gibt es keine Dachdurchdringung. Und das ist das Besondere, der Strom, den man da erzeugt bei solch einer Anlage, wie eben auch auf dem FTZ, geht direkt ins Gebäude rein und ist im Grunde nach 2-3 Jahren wirtschaftlich darstellbar. Das ist unglaublich, wie die Preise durch die China-Module gesunken sind. Das ist so. Wir müssen eigene Kompetenzen da vielleicht aufbauen, aber das ist nicht das Thema des heutigen Tages. Ja, kommen voran. So, ein Neubau, dann überspringen wir den, denn wichtig ist mir das. Ein Transformationsgutachten, das heißt, Sie haben es gesagt, Transformation ist das Thema der Zukunft. Das ist die Porzellanmanufaktur Fürstenberg, 275 Jahre alt, mit einem mit Brennöfen, die einfach die Wärme über Dach abgeben. Und dort haben wir jetzt etwas erarbeitet, was das Land Niedersachsen hoffentlich in Angriff nimmt, weil das Land Niedersachsen ist der Eigentümer dieses Gebäudes, dass diese Herzstücke, diese Brennöfen, dass die Energie, die da kommt, genommen wird, gesammelt wird und für die Beheizung des Gebäudes eingesetzt wird. Und, wie nicht anders zu erwarten, PV-Anlagen und LED-Beleuchtung, weil das rechnet sich in jedem Unternehmen, ist an der Peripherie und führt dazu, dass es sich schnell amortisiert. So. Das überspringen wir, weil das Technik wäre. Und das, die größte PV-Anlage in Braunschweig auf Dachanlage, fast 750 kW Peak, gerade unter der Ausschreibungsgrenze. Das ist ein Bauherr von uns, wir haben davor, da muss ich gucken, ich glaube 2012, 2014 haben wir für die dort Logistik aufgebaut und diese Büroflächen, die man da sehen kann, dazu gebaut und die haben jetzt PV aufs Dach gelegt. Und zwar um Strom für E-Mobilität, das ist der Schnittstelle zu den nächsten Vorträgen dann, um Strom für E-Mobilität zu haben und für den eigenen Betrieb des Gebäudes, weil die auch Kühlung haben für ihre pharmazeutischen Produkte. All das, was ich jetzt hier versucht habe, in der Kürze der Zeit darzustellen, ist gesellschaftlich und politisch gewollt. Die ingenieurtechnischen Lösungen, die haben wir alle. Das kann ich Ihnen nur bestätigen, dass das funktioniert.
es muss in Angriff genommen werden und dann funktioniert das. Und wenn Sie wollen, nutzen Sie die Arbeitshilfe, das ist, glaube ich, die dritte Folie. Da kann man sich im Unternehmen dann selbst befragen. Vielen Dank. Fast. Vielen Dank, Herr Rabe. Wir kennen uns ja auch schon einige Jahre und ich weiß, dass das nur ein super kleiner Ausschnitt aus Ihrer Expertise ist und war und dass Sie wahrscheinlich tagfüllend berichten können. Deswegen die Einladung, auch ganz individuelle Fragen nachher loszuwerden, was davon kann für Sie eigentlich vielleicht interessant werden. Nochmal deutlich ausgesprochen, Herr Rabe ist nachher auch da, dann mit uns im Bereich Energieeffizienz hier im Raum. Das erklären wir aber später dann nochmal. Vielen Dank. So. Jetzt Bleistifte gespitzt. Eines der wichtigsten Themen immer für Unternehmen ist natürlich, wer kann mir das Ganze eigentlich fördern? Ich habe eine gute Idee. Und ja, wir sind froh, Herr Kuleva, dass Sie gekommen sind, um uns über Fördermöglichkeiten aufzuklären. Die NMAG ist seit vielen Jahren ein guter, enger Partner von uns und ich kann jedem nur ans Herz legen, auch wenn die Bürokratie manchmal ein bisschen schwierig ist, aber es sind ganz, ganz tolle Förderungen und wir selber profitieren seit Jahren davon. Ihre Bühne. Ja, vielen Dank. Kurz ein, zwei Worte zu mir. Mein Name ist Jakob Kuleva. Ich arbeite seit fast mittlerweile 3 Jahren bei der NBank in Braunschweig und in Hannover und mache da ganz viele Sachen von der Existenzgründung eben bis hin auch zur Beratung zu Förderprogrammen des Landes, des Bundes und der EU. Gerade haben wir jetzt ja eben schon gehört, es gibt technische Lösungen. Vielleicht gibt es aber hier und da auch die Hürde bei dem einen oder anderen Unternehmen, eben diese Investitionen zu tätigen, weil es ja vielleicht doch nicht ganz so wenig Geld ist, was man in die Hand nehmen muss. Hier gibt es dann jetzt gegebenenfalls gewisse Förderprogramme auf Landes- und auf Bundesebene, die dort einen Anreiz setzen oder die es vielleicht einfach erleichtern, dorthin gehend eine Entscheidung zu treffen. Ich gehe jetzt gar nicht so sehr auf die NBank ein. Jedes Bundesland hat ja eine Förderbank. Die NBank gehört also zum Land Niedersachsen. Wir haben mittlerweile über 700 Mitarbeiter, natürlich auch durch Corona geschuldet und die ganzen Programme, die dort aufgelegt wurden. Wir bündeln die Wirtschaftsarbeits-, Wohnraum- und Infrastrukturförderung und haben natürlich regional unsere Netzwerke, aber auch europaweit über ein EEN-Netzwerk, was ich später auch nochmal kurz anspreche, und sitzen ansonsten nicht nur in Hannover, sondern sind auch regional verankert in den ehemaligen Bezirksregierungen, sprich Braunschweig, Lüneburg, Oldenburg und auch in Osnabrück. Womit fange ich an? Erstmal so mit diesen Landesförderungen, was heißt, was hat überhaupt das Land Niedersachsen, was haben die Ministerien verabschiedet, wo man gegebenenfalls Förderprogramme oder Geld nutzen kann. Es gibt ein Förderprogramm, das ist jetzt noch relativ frisch, das sogenannte Förderprogramm Niedersachsen Invest, GRW und Niedersachsen Invest EFRE. Für die Region Peine hier ist es dann das Invest-EFRE-Programm. Das heißt, das ist ein Programm, was es jetzt auf Niedersachsen-Ebene tatsächlich beantragen kann. Vorher gab es das nur in strukturschwächeren Regionen, da hat Peine nicht dazu gehört. Jetzt kann man auch hier über diese GRW-Förderung Zuschüsse bekommen. Worum geht es da? Das zeigt gleich eigentlich einen Chart sehr gut. Generell geht es dort um Investitionen von Unternehmen, aber auch der gewerblichen Wirtschaft, aber auch des Beherbergungsgewerbes. Es sind leider nicht alle Unternehmen antragsberechtigt. Es gibt auf Bundesebene ein Gremium, das bestimmt, welche Branchen antragsberechtigt sind und welche nicht. Die Länder dürfen dann dementsprechend auch noch mal ein paar Branchen rausstreichen oder reinnehmen. Und es gibt eine Aufteilung in sogenannte Basisinvestitionen, die förderfähig sind, und dann sogenannte CO2-einsparende Zusatzinvestitionen. Das Ganze ist ein nicht rückzahlbarer Zuschuss. Und die Förderquote, da gehen wir dann gleich drauf ein, ist dann nur abhängig natürlich von der Unternehmensgröße. Hier vielleicht vorweg, es sind nur kleine und mittlere Unternehmen, Peine, antragsberechtigt und dann auch dem Fördergebiet natürlich. Ganz wichtig, es muss immer eine Mindestsumme von 20.000 Euro am Ende rauskommen. Das heißt, ich gucke dann, was habe ich an förderfähigen Ausgaben, muss dann die Förderquote drauf anwenden und dann muss ich mindestens auf 20.000 Euro kommen. Kurz vorweg, das ist diese ganze Karte. Wir sehen jetzt hier, Peine ist dann eine weiße Region, das heißt eine sogenannte EFRE-Region. Das vorweg, das sind diese ganzen Branchen, eine sogenannte Positivliste. Also man muss gucken, bin ich überhaupt antragsberechtigt bei dieser Förderung? Da gibt es dann eine sogenannte Positivliste, die bestimmte Branchen eben listet. Wenn man sich in dieser Liste wiederfindet, ist man prinzipiell erstmal antragsberechtigt. Sollte man das nicht sein, kann man gegebenenfalls auch antragsberechtigt sein. Das muss dann aber von ganz, ganz großem, erheblichem politischen Interesse sein, um es mal so im Wortlaut des Wirtschaftsministeriums zu sagen. Die überspringe ich jetzt mal, die kann man sich vielleicht einfach im Nachgang dann angucken und schauen, finde ich mich dort wieder.
worum geht es da? Also es muss natürlich ein Investitionsvorhaben in Niedersachsen sein, man muss sich in dieser Branche irgendwo wiederfinden, es muss die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells erhöhen, man muss zwingend neue Dauerarbeitsplätze schaffen, in der Regel 5%. Schaffen heißt, ich muss die jedes halbe Jahr am Arbeitsmarkt ausschreiben, sollte es so sein, dass ich aufgrund des Fachkräftemangels etc. kein passender darauf bewirbt, dann ist das eben so, dann wird einem jetzt nicht die Förderung deswegen zurückgenommen. Und gerade bei diesen CO2-einsparenden Zusatzinvestitionen braucht man dann einfach ein Gutachten noch von einem Sachverständiger, Energieeffizienzexperten etc., der dann beziffert, inwieweit ich dann betriebliche CO2-Einsparungen, also Tonnen CO2 im Jahr einsparen kann, über den Zweckbindungszeitraum hinaus. Und dann gibt es noch ein Scoring-Modell, das heißt, da muss ich Punkte sammeln und wenn ich genug Punkte gesammelt habe, die Mindestpunktzahl erreicht habe, dann habe ich sehr große oder gute Chancen auf eine Förderung und gerade für Beherbergungsbetriebe gibt es dann nochmal besondere Regelungen. Was kann ich dann also erhalten? Hier geht es dann einmal, Sie können das links sehen in der Übersicht, wird er getrennt nach den Basisinvestitionen. Dann sind noch sogenannte Energieeffizienzkosten förderfähig, umweltschutzbezogene Kosten und regenerative Energieerzeugungsanlagen. Sprich, ich muss immer auf jeden Fall eine Basisinvestition durchführen, wo ich als kleines Unternehmen 20% an Förderquote erhalten kann, als mittleres 10%. Zu diesen Basisinvestitionen zählen Errichtungsinvestitionen, wenn ich eine neue Halle, ein neues Gebäude baue, dann Erweiterungsinvestitionen, wenn ich neue Maschinen anschaffe, neue Anlagen zur Erhöhung der Produktionskapazitäten, auch wenn ich Unternehmen übernehme, das heißt Unternehmensnachfolge ist ja auch mit förderfähig und auch sogenannte Diversifizierungsinvestitionen, das heißt, wenn ich in meinem Unternehmen ja komplett neue Produktionsstränge oder neue Produkte herstelle, sind auch dahingehend dann Investitionen förderfähig. Ansonsten der Rest, ich meine, regenerative Energieerzeugungsanlagen haben wir eben schon genug von gehört, das heißt, PV ist förderfähig, Windkraft, Wasserkraft ist förderfähig, umweltschutzbezogene Kosten, das sind natürliche Klimaschutzmaßnahmen, Flächen entsiegeln, ich habe einen betrieblichen Parkplatz, möchte da Bäume drauf anpflanzen oder meine Fassade begrünen und Energieeffizienzkosten kann eine ganze Menge sein. Ne? Also auch wenn ich ein neues Gebäude baue und das ist halt über den gesetzlichen Standard hinaus, dann kann ich diese Investitionsmehrkosten dann auch über eine höhere Förderquote mir fördern lassen. Dann gibt es noch zwei Richtlinien aus dem niedersächsischen Umweltministerium. Das ist einmal die Richtlinie Klimaschutz und Energieeffizienz. Dort gibt es insgesamt 4 Module. Was ist dort förderfähig? Es sind ja Investitionen für die Sanierung von Nichtwohngebäuden förderfähig, die sich im Besitz des jeweiligen Unternehmens befinden müssen, über den gesetzlichen Standard hinaus. Dann sind noch Investitionen in energieeffiziente und treibhausgasmindernde Produktionsprozesse und Anlagen förderfähig. Und auch die Errichtung von Wärmenetzen im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung von Gebäuden und zuletzt die Organisation betrieblicher Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerkprojekte. Da kann Ihnen Frau Kessler wahrscheinlich mehr erzählen als ich, die hat da mehr zu tun wahrscheinlich. Und ansonsten bewegen sich die Förderquoten dann immer zwischen 40% und 70%. Man kann maximal 2 Millionen bekommen, bei den Netzwerken dann 200.000. Und es gibt pro Jahr 2 Antragsstichtage, auf die man sich dann quasi bewerben kann. Dann gibt es noch eine weitere Richtlinie. Neben Energieeffizienz ist natürlich auch Ressourceneffizienz oder Kreislaufwirtschaft ein wichtiges Thema. Dort gibt es dann auch mehrere Module. In dem ersten Modul werden dann betriebliche Investitionen in Maschinen und Anlagen gefördert zum effizienten Ressourceneinsatz, also zur Wiederverwertung von Materialien oder sprich einfach der Kreislaufführung. Also dort ist vom Recyclingunternehmen, was ein Klassiker natürlich wäre, weitere einfach Maßnahmen förderfähig, die irgendwie dazu führen, dass ich irgendwas wiederverwerte und eben ich sage jetzt mal Abfall einspare oder wiederverwerte. Ansonsten sind auch betriebliche Investitionen zur Neugestaltung von Produkten und Produktionsketten förderfähig. Und zuletzt auch die Konzeption und Durchführung von Studien- und Ideenwettbewerben. Auch dort gibt es sehr hohe Förderquoten. Man kann maximal 1 Million bekommen. Und auch hier gibt es 2 Stichtage pro Jahr, in der Regel immer im Frühjahr und im Herbst, auf die ich mich dann Anträge einreichen kann und dann eine Förderung erhalten kann. Ansonsten, wenn man beim Thema Nachhaltigkeit ist oder Klimaschutz, sind natürlich auch Innovationen ganz wichtig und das fördert das Land Niedersachsen auch. Es gibt in der Regel 2 Dauerläuferprogramme, zukünftig gibt es auch 3, das dritte ist jetzt hier leider nicht mit drin. Es gibt einmal das niedrigschwellige Innovationsförderprogramm und das Innovationsförderprogramm für Forschung und Entwicklung. Worum geht es da? Ich kann dort einen Zuschuss bekommen, hier einmal bis 100.000 Euro, hier einmal bis 500.000 Euro sogar, wenn ich wirklich mit eigener Entwicklungsleistung
neue Produkte entwickle, neue Verfahren entwickle oder Dienstleistungen anbiete oder ein deutlich verbessertes Produkt entwickle, wo es auch wirklich ein technisches Entwicklungsrisiko gibt, dann kann ich mir vor allen Dingen meine eigenen Personalausgaben fördern lassen, in der Regel bis zu 50%, aber dann auch anteilig Investitionsausgaben und ja, Ausgaben für eben dritte, externe Fremdleistungen. Zukünftig wird es dann hier auch noch, das ist noch hier nicht mit drin, wird es sogenannte Innovationsgutscheine geben. Das heißt, wenn ich als Unternehmen einen Prototypen brauche oder ich brauche eine Zertifizierung oder ich brauche eine Studie zu irgendwas, zu einem Produkt oder was auch immer, dann kann ich zukünftig auch dort über sogenannte Innovationsgutscheine, die das Land Niedersachsen einführt, ja, auch mit einer sehr hohen Förderquote, in der Vergangenheit lag die bei 80% bis 30.000 Euro, mir dann wirklich externe Forschungsleistung fördern lassen oder Entwicklungsleistung, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. Wir selbst, die N-Bank selbst, wir bieten auch so ein Basisanalyse-Innovationsmanagement an und auch einen kostenlosen Innovationsaudit. Das heißt, wenn man einen Blick von außen mal haben möchte zum Thema Innovation in sein Unternehmen, machen wir das auch, die Kollegen aus unserem EEN-Netzwerk. Das Ganze geht dann für Unternehmen bis 150 Beschäftigte. Ansonsten gibt es natürlich auf Bundesebene auch noch mehrere Förderprogramme. Ne? Ganz bekannt ist noch ZIM, das zentrale Innovationsprogramm für den Mittelstand. Zum Verständnis, das ist einfach auf Bundesebene so ähnlich wie das IFP. Dort sind halt immer Einzelprojekte förderfähig, aber auch Projekte in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, auch mit Forschungseinrichtungen, Universitäten. Ansonsten gibt es natürlich noch das Umweltinnovationsprogramm. Da geht es dann wirklich um großtechnische Anlagen zur Erprobung. Es gibt natürlich auch noch die sehr große Bundesstiftung Umwelt, die auch verschiedene, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, die sehr verschiedene Förderungen anbietet, auch themenoffen, wo man auch immer mal schauen kann, vor allen Dingen, wenn es so ein bisschen Pilotcharakter hat, wo ich dann eine Förderung erhaschen kann. Ja, ansonsten hatte ich es eben schon angesprochen, das Enterprise Europe Network. Wir haben mehrere Kollegen bei uns in der Bank, die in diesem sogenannten EEN-Netzwerk drin sind. Was ist das? Die machen natürlich Beratung auch zu europäischen Förderprogrammen. Was die aber auch machen, ist ein internationaler Kooperationsservice. Das heißt, es gibt EU-weit und sogar teils über die EU-Grenzen hinaus eine riesige Datenbank, wo Unternehmen ja, Anfragen erfassen lassen können. Das heißt, überspitzt gesagt, das Unternehmen Y aus dem Landkreis Peine braucht jetzt unbedingt pinke Luftballons und findet keinen Abnehmer, dann kann man sich in dieser Datenbank erfassen lassen und über diesen Kooperationsservice und die Datenbank kann dann zum Beispiel erfasst werden, dass es in Schweden oder wo auch immer dann einen passenden Anbieter dafür gibt, der diese Kooperation dann eingeht. Das Ganze funktioniert wirklich sehr, sehr gut, geht sogar über die EU-Grenzen teils hinaus und ist wie gesagt auch kostenlos. Ansonsten bieten die Kollegen neben den Innovationsaudit, den ich eben schon angesprochen habe, auch einen sogenannten Nachhaltigkeitsaudit an, der bei uns neu ist. Das heißt, auch dort kann man dann kostenlos zum Thema Nachhaltigkeit ja ein Feedback von uns bekommen, wo dann ja unsere jeweiligen Mitarbeiter ja wirklich so einen Bericht schreiben, wie sie bei dem Thema eben unterwegs sind. Ansonsten Digitalisierung gehe ich jetzt vielleicht nicht so schnell drauf ein. Es gibt auf Bundesebene noch ein Förderprogramm, was Digitalisierung fördert für IKT-Hardware und Software. Nächstes Jahr, 2024, wird das Land Niedersachsen auch wieder Digitalisierungsmaßnahmen fördern. In der Regel ist auch dann immer IKT-Hardware und Software förderfähig, auch Lizenzen sowie IT-Sicherheit. Wichtig in der Regel immer für KMU, wie gesagt. Die alten Förderbestimmungen waren so, dass man bis 10.000 Euro einen Zuschuss bekommen hat. Im neuen Jahr wird es dann wieder eine Förderung geben, muss man mal sehen, ob die genau wieder so aussieht. Ansonsten als letzte Folie noch so eine Auswahl an Förderprogrammen des Bundes. Das Land bietet ja vielleicht nicht immer alles an, was einem weiterhilft. Auf Bundesebene gibt es natürlich auch noch viele Förderungen, ja, angefangen beim BMDV, die jetzt glaube ich im Sommer nur soll eine neue Förderung kommen für Schnellladeinfrastruktur und auch den Netzanschluss. Beim BAFA selbst, dem Bundesamt für Ausfuhrkontrolle und Wirtschaft, gibt es natürlich auch eine Menge an Förderungen. Hier habe ich einfach mal beispielsweise die Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft rausgepickt. Da gibt es insgesamt 6 Module. Dort kann ich mir Querschnittstechnologien fördern lassen. Auch eine Transformationsberatung, wo wirklich ein externer Berater reinkommt, ein Energieeffizienzexperte, der wirklich einen Plan mit mir erarbeitet, wie ich bis 2030 oder wie auch immer klimaneutral werden kann. Und beispielsweise gibt es dann auch das Modul 4, was so ein bisschen themenoffener ist, wo ich mir auch einfach ja, die Optimierung, energetische Optimierung oder Optimierung von Anlagen und Maschinen
fördern lassen kann, vor allen Dingen, wenn ich dann Investitionen dahingehend tätige. Ansonsten gibt es natürlich noch die Bundesförderung für effiziente Gebäude, einmal als Zuschuss für Einzelmaßnahmen und für Komplettsanierungen. Ab diesem Jahr gibt es dann noch den KfN, den klimafreundlichen Neubaukredit. Das heißt, wenn ich ein Effizienzhaus 40 baue, kann ich dort ja, einen attraktiven Zins über die KfW bekommen, muss man natürlich dann immer über die Hausbank beantragen. Ansonsten die BAFA selbst bietet sogenannte Energieaudits an und auch Energieberatungsförderung. Das wird in der Regel immer mit bis zu 80% gefördert, also auch mit einer sehr hohen Förderquote. Ansonsten, was oft vergessen wird, es gibt beim BMWK selbst direkt auch einen Förderwettbewerb für Energie- und Ressourceneffizienz. Das heißt, da kann ich dann einfach Skizzen einreichen, bekomme dann relativ schnell nach 3-4 Wochen eine Antwort, okay, was ihr da vorhabt, das ist wirklich förderwürdig oder nicht. Dort kann ich dann bis zu 50% mit einer Förderquote von 50% eine Förderung erhalten. Und zuletzt gibt es bei der KfW ja auch noch neuerdings ein Kreditprogramm mit einem Tilgungszuschuss von bis zu 60% für natürliche Klimaschutzmaßnahmen. Das heißt, was ich vorhin schon so vorgestellt hatte, wenn ich die Fassade begrüne oder Bäume pflanze, also ja niedrigschwelligere Maßnahmen, die man in Angriff nehmen kann. Ansonsten können wir gerne da noch im Detail zu den einzelnen Förderprogrammen auf Ihren individuellen Bedarf gerne noch später zu sprechen kommen. Ansonsten bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit und übergebe wieder. Vielen Dank, Herr Kuleva. Sie sind ja dann auch nachher mit uns in der Gruppe Energieeffizienz. Das heißt, alle Fragen, die Sie dann vielleicht von Unternehmensseite haben, können Sie direkt an Herrn Kuleva wenden. Ich habe jetzt die schöne Aufgabe, dass ich mich selber anmoderieren darf. Und ich habe jetzt einen kleinen Werbeblock für Sie. Das darf ich auch machen, weil ich nämlich oder wir als regionale Energieagentur neutral sind und werben eigentlich so ein bisschen für wirklich tolle Angebote, die kostenfrei sind, im Besonderen für KMU. Möchte noch ein bisschen Werbung machen für das Energieeffizienznetzwerk, was Herr Kuleva gerade am Rande erwähnt hat und was wir mit dem Landkreis Peine gründen werden. Und ich weiß, dass der ein oder andere auch dabei sein wird, der hier sitzt. Das würde ich gleich gerne noch mal wissen im Detail. Genau. Und ich habe nur 10 Minuten bekommen, was ich sehr wenig finde. Deswegen kann ich gar nicht so viel ins Detail gehen. Da können wir später dann auch noch mal drüber sprechen. Damit Sie wenigstens ein bisschen Eindruck haben, wer hier vorne steht. Also ich leite die regionale Energieagentur. Die gibt es seit 2014. Und unsere Aufgabe ist eigentlich, tatsächlich Unternehmen, aber auch Kommunen zu begleiten in Richtung Nachhaltigkeit, Klimaschutz, erneuerbare Energien und so weiter. Was wir machen, ist vor allen Dingen die Akteure zu vernetzen, mit guten Angeboten zu versorgen, Formate selber zu entwickeln, Projekte zu initiieren. Ja, und das können wir eigentlich nur machen, weil wir so tolle Mitglieder haben. Wir sind ein Verein, der zusammengesetzt ist aus den Verbänden wie IHK, Arbeitgeberverband und Handwerkskammer, vielen Unternehmen, der Wissenschaft. Ja, und das sind eigentlich die großen Mehrwerte, dass man sagen kann, wir denken uns selber auch Dinge aus, die wir wichtig finden. Wir gerade machen wir einen Projektantrag zum Thema bidirektionales Laden, entstanden aus unserem Format im Rundtisch Elektromobilität, mit dem Wissen, da wird es hingehen später und dann gucken wir, dass wir selber die Expertise bündeln und selber dann auch Innovationen ja, befördern. Genau. Am Ende geht es natürlich darum, CO2 einzusparen und die ganze Region nach unserer Möglichkeit nachhaltiger aufzustellen und das mit unseren Partnern und Mitgliedern, zu der auch die Vito zum Beispiel gehört und auch RPB-Ingenieure und auch Dräger so, und noch einige andere. Genau, wir sind im Moment 43 Mitglieder. Das Handlungsgebiet ist ja das klassische Regionalverbandsgebiet. Das ist unser Vorstand. Der ein oder andere wird vielleicht die drei Herren auch kennen. So, und ich möchte Ihnen einen ganz kurzen Überblick geben über diese Dinge, wirklich nur ganz kurz. Und was ich mit Service meine, ist, es ist alles mit Links hinterlegt. Wenn Sie sagen, irgendwas davon, wenn Sie ganz interessant, Sie können alles anklicken. Am Ende habe ich auch einen Verweis auf meine Lieblingsdatenbanken, diese Förderlandschaft. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich könnte da eine Halbtagskraft für einstellen. Es ist so unübersichtlich und so kurzlebig geworden alles, dass man überhaupt nicht den Überblick behalten kann. Und die Datenbanken, die Sie da anklicken, ich komme damit jedenfalls super gut zurecht und vielleicht wollen Sie es ja nutzen.
Genau, was ich Ihnen erzählen möchte, die Impulsberatung, die da oben in so bräunlich erscheinen, da werde ich nicht so ganz viel zu sagen, nur ein oder zwei Folien, die wurden nämlich im letzten Jahr hier vorgestellt und wer dazu noch mehr wissen möchte, spricht mich einfach an, aber auch da gibt es gleich Links zu. Und dann möchte ich eben was zum Unternehmensnetzwerk sagen, auch nur Verweise zu noch weiteren Landes- und Bundesförderungen, unter anderem die BAFA-Sachen, die habe ich hier kurz aufgeführt, weil die immer eine schöne Fortsetzung der Impulsberatung bzw. der Transformationsberatung sind. Und die Deadline ist morgen für die Anmeldung für die Energiescouts der IHK und ich bin dringend angehalten, da auch noch mal Werbung für zu machen. Das erkläre ich Ihnen gleich kurz. Die Transformationsberatung, mich würde mal interessieren, wer die hier im Raum kennt für KMU in diesen Bereichen Klimaneutralität, Solar, Energie- und Materialeffizienz oder betriebliches Mobilitätsmanagement. Wer kennt das oder hat das schon mal genutzt? Das ist der Grund, warum ich das bewerben muss. Das ist ein kostenfreies Angebot. Das ist wirklich ein tolles Angebot. Ein Energieberater kommt in Ihr Unternehmen für 2-3 Stunden. Das betriebliche Mobilitätsmanagement ist sogar eine 4-tägige Förderung, eine 4-tägige Beratung, dass der Energieberater 4 Tage zu Ihnen ins Internat, nicht ins Unternehmen kommt und sich den gesamten Fuhrpark anschaut, aber auch die Mitarbeitermobilität, alles, was Sie dort bewegt, anschaut. Und die anderen Bereiche sind wahrscheinlich für Sie auch selbsterklärend und es ist so niedrigschwellig nutzbar, ich zeige Ihnen auch gleich, wie das geht, dass ich Sie nur dringend anhalten kann, da vielleicht mal einen Blick drauf zu werfen und jemanden kommen zu lassen, damit man wenigstens mal ein Gefühl dafür hat, ist mein Dach überhaupt geeignet für eine PV-Anlage oder wo sind auf den ersten Blick die größten Emittenten im Bereich CO2, wo können wir was machen? Und das sind gelistete, geschulte Berater, auch zum Teil, großen Teil aus unserem Netzwerk, die das ständig machen und auf den ersten Blick Ihnen wirklich gute Handlungsempfehlungen an die Hand geben können. Die Voraussetzungen stehen einmal dort, Sie müssen, also Ihren Standort in Niedersachsen haben, Sie müssen KMU sein. Ich hatte neulich ein Unternehmen mit 251 Mitarbeitern, das finde ich sehr, sehr, sehr bitter und dann ging es eben nicht. Also das ist leider sehr streng, aber für die Größeren gibt es auch noch andere Lösungen. Genau, Sie müssen Mitglied IHK oder HWK sein, das sind ohnehin vermutlich fast alle und die Förderung nach de minimis. Hier ist einmal die bereits angekündigten Links, da können Sie das nachlesen. Sie gehen nur da drauf, suchen sich einen Berater aus, schreiben eine Interessensbekundung. Ich habe Interesse an einer Beratung zum Thema Solar zum Beispiel oder Energie- und Materialeffizienz. Dann nimmt derjenige, diejenige in Kontakt zu Ihnen auf und ist aus meiner Erfahrung relativ kurzfristig bei Ihnen und Sie machen einen Rundgang durch Ihr Unternehmen. Genau. Und wenn Sie das da oben nicht nutzen möchten, dann rufen Sie uns an. Zu diesen Impulsberatungen oder Transformationsberatungen, die reichen meist nicht aus. Wie es der Begriff schon sagt, das sind Impulse. Das heißt, danach haben Sie ein Gefühl dafür, ob Sie das machen können und wollen, ob es eine Eignung gibt, ob das Investitionsvolumen für Sie machbar, stemmbar ist und so weiter. Da kann ich Ihnen zum Beispiel, und hier kann ich eben nicht drauf eingehen, aber auch da die Links, da gibt es weiterführende Beratungen dann, die zum Teil wirklich extrem hoch gefördert sind. Werfen Sie da gerne mal einen Blick drauf, wenn Sie sagen, ich brauche mal jemanden, der hier wirklich den Rundumblick macht. Herr Rabe, sowas machen Sie auch, ne? Häufig wahrscheinlich sogar, ne? Da könnten Sie noch viel mehr zu erzählen als ich. Genau, dann gibt es auch diese Bundesförderung für effiziente Gebäude. Das sind jetzt wirklich alles BAFA-Geschichten. Das ist das, was Herr Kuleva jetzt nicht im Detail gesagt hat, weil es ja nicht im N-Bank-Bereich liegt. Da oben stehen einmal ganz grob die Bereiche, auch Bereich Solar, Heiztechnik, Planung und Begleitung. Kann ich Ihnen auch nur empfehlen, da einen Blick reinzuwerfen, wenn Sie in einem dieser Bereiche unter anderem nach der Transformationsberatung sagen, ich brauche da Unterstützung oder ich will investieren. Und für Querschnittstechnologien, Sie hatten es auch gesagt, Herr Kuleva, Prozesswärme, da fehlt ein M. Elektrifizierung heißt in diesem Kontext allerdings nicht des Fuhrparks, sondern Ihrer Anlagen, also weg von fossilen hin zu elektrischen Energieträgern. Also alles hier auch nachzulesen. Erstellung der Transformationskonzepte für die Bestrebung zum klimaneutralen Unternehmen können Sie hier runterfinden.
Das Unternehmensnetzwerk, da würde ich gerne auch 2 Minuten drauf verwenden. Das ist das, was wir auch auf Initiative des Landkreises Peine mit der Vito zusammen initiiert hat. Wir haben so ein Netzwerk schon einmal durchgeführt und abgeschlossen und ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie irgendwie in dem Bereich sich engagieren wollen, fühlen Sie sich herzlich eingeladen. Das geht auch, wenn Sie nicht KMU sind. Der Großteil muss nur KMU sein. Und das ist ein 3-jähriges Netzwerk, in dem Sie nicht nur vor Ort beraten werden, sondern darunter eben auch Abende haben, wo Experten zu ihren Wunschthemen kommen, wo sie sich untereinander vernetzen im Landkreis, was für viele eben auch von großem Mehrwert ist. Und die Themen, die dort besprochen werden oder wozu sie beraten werden, die definieren sie. Wir sind also quasi Dienstleister für etwas, was sie in ihrem Unternehmen benötigen. Das ist nur eine Auswahl an Themen, das sind die Schwerpunkte, denn die Förderrichtlinie, das ist durch N-Bank, es ist im Rahmen der EFRE, also EU und Landesförderung. Ich weiß nicht mehr, wie der Satz angefangen hat. Egal, ich mache mal weiter, was den Rahmen anbetrifft. Also wie gesagt, es ist ein 3-jähriges Netzwerk, so lange sollte man auch dabei sein. Es ist eine übersichtliche Menge an Unternehmen, damit auch der Austausch ganz gut funktioniert. Ja, individuelle, bedarfsorientierte Beratung hatte ich schon genannt. Und weil das Ganze gefördert ist und die Vito hier sehr finanziell unterstützen wird, ist ein Eigenanteil für die Unternehmen im Jahr zwischen 1.000 und 1.500, je nach Unternehmensgröße, alles, was sie eigentlich dazu tun müssen. Ja, und die Mehrwerte der Unternehmen könnte ich noch 5 Folien zu machen. Wie gesagt, alles das, was sie brauchen, neben der Kostenreduktion, Engagement im Bereich Energieeffizienz, CO2-Einsparung, Mobilität und so weiter, geht es natürlich auch ganz viel um Reputationssteigerung, denn Unternehmen, die sich heute nicht auf den Weg machen, das wissen Sie selber, und heute schon unter Fachkräfte- bzw. Arbeitskräftemangel leiden, die werden es langfristig eben schwer haben. Also auch da, deswegen heißt unser Netzwerk auch als einziges in der letzten Periode in ganz Niedersachsen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, weil wir auch einen großen Blick auf den Bereich Nachhaltigkeit, auch Berichterstattung, auch Mitarbeitenden, Schulen, Schulungen und so weiter werfen. Wenn Sie Interesse daran haben, wäre es mir am allerliebsten, Sie sprechen uns hier an, weil wir eigentlich gesagt haben, die Deadline ist diese Woche für die Anmeldung, weil wir die Anträge vorbereiten müssen und auch vorher eine kleine CO2-Bestandsaufnahme vor der Antragstellung durchführen müssen. Auch das ist für Sie schon eigentlich sehr schön, wenn das mal jemand anders für Sie macht. Und das ist in den Kosten schon mit drin. Also wie gesagt, merken Sie sich das, wenn Sie Interesse haben, dann kommen Sie am besten in der Pause oder am Ende auf mich zu oder auf Frau Henkel, die jetzt draußen ist, weil wir beiden das gemeinsam hier initiieren. So, dann die angekündigten Energiescouts. Das würde mich auch mal interessieren. Kennt das hier jemand? Auch schon selbst durchgeführt im Unternehmen? Super. In Braunschweig oder? Jetzt? Jetzt in dem Durchgang, der jetzt gerade abgeschlossen war vom halben Jahr? Ach, wie schön. Ich durfte in der Jury sitzen. Habe ich bestimmt Ihre Azubis auch gesehen. Sie kennen das auch? Ach, spannend. Also vielleicht kurz zu dem Rahmen. Ihr Unternehmen schickt eine beliebige Anzahl an Azubis zur IHK. In 4 Seminartagen kriegen die Basics rund um Energieeffizienz beigebracht. Sehr interaktiv. Das ganze Konzept ist noch mal ein bisschen frischer gestaltet worden jetzt. Ich habe auch die Ehre, dass ich auch mitwirken darf. So, und die Auszubildenden sind am Ende natürlich ausgebildete Energiescouts, was nicht nur für die selbst ein großer Mehrwert ist, sondern ihr Unternehmen darf es sich auf die Homepage, wo auch immer, hinschreiben. Und das ist, tut ihrer Außenwirkung natürlich auch sehr gut und kostet jetzt, weiß ich, 250 oder 295, auf jeden Fall unter 300 Euro, weil es von der IHK so gefördert wird. Also es ist, wie ich sagen würde, fast umsonst. Und ich kann das nur sehr empfehlen, denn am Ende müssen die Projekte machen, die uns teilweise sehr gerührt haben, was in diesen 17- bis Anfang 20-Jährigen steckt, was sie für Ideen haben. Die meisten haben Licht ausgetauscht, weil es für die natürlich die low-hanging fruit sind. Viele haben aber auch ganze Produktionsstraßen überprüft auf ihre Energieeffizienz und zu dem Schluss gekommen, dass man sie besser nachts abschaltet und nicht durchlaufen lässt, zum Beispiel. Die dann häufig von der Geschäftsführung an die Hand genommen worden sind. Also
super spannende Projekte. Und die Deadline ist eigentlich gestern gewesen. Und wenn Sie sagen, da haben wir noch Lust zu, dann müssten Sie mir das entweder heute sagen oder auf den Link gehen und sich dann bis morgen, also bis Freitag haben wir gesagt, dann ist Deadline. Ich sehe viele begeisterte Gesichter, ich sehe schon. Und was noch wichtig ist, das müssen nicht nur gewerbliche Azubis sein, die dürfen genauso aus der Verwaltung kommen. Und sie dürfen auch nicht nur einen schicken, sondern sie können auch fünf schicken. Jetzt habe ich sie, ich sehe es genau. So, und was ganz neu ist, sind die SDG-Scouts, die kenne ich selber nicht. Das heißt aber fast das Gleiche wie oben, nur viel größer, nämlich gedacht, dass das wirklich die Experten, die Nachwuchskräfte im Bereich der Nachhaltigkeit sind. Die können Sie natürlich ausbilden im Unternehmen, auch als die Nachhaltigkeitsmanager später, diejenigen, die auf jeden Fall Ansprechpartner für die Themen im Unternehmen sind. Das ist aber insgesamt auch länger, das geht über 6 Monate, auch mit Abschlussprojekt. Und hier steht nächste Runde, ich meine, es ist sogar die erste Runde, beginnt auch im Herbst und auch unter dem Link nachlesbar. Das war bestimmt ein bisschen mehr als 10 Minuten, aber ich hätte gerne noch viel mehr erzählt. Das sind meine Lieblingsdatenbanken, die ich angekündigt hatte. Hier können Sie, glaube ich, ganz gut verschiedene Dinge nachlesen. Und wenn Sie aber lieber mit mir oder mit uns sprechen wollen, dann haben Sie auch meine Kontaktdaten. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch eine schöne Aufgabe. Jetzt darf ich in eine kurze Pause entlassen. Eine Biopause. Nehmen Sie sich gerne noch ein Getränk. Wir haben danach noch 2 Vorträge. Da bewegen wir uns dann ja eher in den Bereich Mobilität. Das heißt, ich würde vorschlagen, dass wir uns um 17.10 Uhr wieder hier treffen. Das sollte reichen. Ja. Wir wollen ja nicht verschwinden nach draußen. Wir wissen, wie das ist, wenn die Pause länger ist, dann geht die Hälfte schon mal in die Sonne. Also um 17.10 Uhr würden wir hier fortfahren und dann hören wir noch 2 spannende Vorträge zur Mobilität. Bis gleich. So, schön, dass Sie alle wieder da sind. Dann starten wir jetzt in die 2. Runde zum Bereich Elektromobilität. Und extra aus München angereist ist die Caroline Müller von der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur. Im Übrigen auch wirklich ein sehr enger und treuer Sparringspartner von uns. Bei unserem Rundtisch Elektromobilität ist eigentlich immer Herr Hammer dabei mit einem Kollegen und so weiter. Ja, und Sie stellen uns Unterstützungsleistungen vor der Nationalen Leitstelle. Und ich übergebe mal an Sie. Vielleicht mögen Sie sich noch mal kurz selbst vorstellen. Super. Ganz herzlichen Dank. Hallo. Genau, mein Name ist Caroline Müller. Normalerweise kommt immer mein Chef Konrad Hammer. Den kennt der ein oder andere schon mal. Der ist ganz schön durch die Lande gekommen so in den letzten Jahren. Der hat aber ein Kind im Kita-Alter und nimmt jetzt jede Infektion mit, die es da so irgendwie gibt. Und dementsprechend vertreten wir jetzt immer im Team. Genau, ich bin heute aus München, weil ich frisch von der IAA komme und habe mir da mal so ein bisschen angeguckt, wie es also fahrzeugseitig mit der Elektromobilität aussieht. Normalerweise sitzen wir in Berlin und ich ganz speziell in Leipzig, bin aber Niedersächsin. Ich komme eigentlich aus Buxtehude, bin also niedersächsisch sozialisiert und habe mich super gefreut, dass es heute noch Peine gibt. Gut, ja, noch einen Satz vielleicht zu mir. Ich bin vom Haus aus Juristin. Habe aber nebenbei auch tatsächlich ganz, ganz viel in der Elektromobilität geschult und trainiert auf Fahrzeugseite. Darf man das in Niedersachsen mal sagen? Ich war für die Bayern eigentlich aktiv, für die Bayerischen Motorenwerke und auch eine Zeit lang für Tesla. Das war so ein bisschen mein Weg in die Politik rein. Dann habe ich aber nochmal ein Staatsexamen gemacht und jetzt bin ich irgendwie bei der Wirtschaftsförderung Ladeinfrastruktur gelandet. Genau. Und für die bin ich heute auch hier, für die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur. Wir gehören zur NOW. NOW steht für Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Also super catchy der Name, weil man damals gesagt hat, wir müssen das hier irgendwie fördern. Und dann ist da die Ladeinfrastruktur drunter geschlupft, weil man gemerkt hat, so im Antriebswechsel überholt gerade die Elektromobilität die Wasserstofftechnologie. Heißt nicht, dass wir nicht auch noch Wasserstoffzellen
Programme fördern, aber ganz ehrlich, also ich komme gerade von der IAA, habe viele Fachgespräche geführt, so ein bisschen im Pkw-Bereich, zumindest kann ich Ihnen schon mal sagen, ist der Drops gelutscht, da wird es die Elektromobilität, da glaube ich, wird es die Brennstoffzelle eigentlich nur noch für so Spezialanfertigung sein. Im Lkw-Bereich müssen wir mal gucken, aber auch da sieht es eher nach Mobilität aus. Was macht die Leitstelle, dieses Kompetenzzentrum, was man aufgebaut hat? Wir sind eine bundeseigene GmbH, also ich will hier nichts verkaufen, ich will Ihnen nur was vorstellen und wir machen alles, wir bereiten Förderprogramme mit vor, wir machen aber ganz viel Vernetzungs- und Aufklärungsarbeit, auch so im rechtlichen Bereich und sind auch ein riesen Datenpool mittlerweile geworden, der so ein bisschen zeigt, wo entsteht eigentlich Ladeinfrastruktur. Die Daten gewinnen wir immer von den Menschen, die deren Förderanträge wir hier auch mit begleiten. Genau. Das ist die Idee, dass wir eine Ladeinfrastruktur flächendeckend, benutzerfreundlich und natürlich auch bedarfsgerecht aufbauen. Und jetzt würde ich ganz gerne schon nochmal die Frage stellen, für wen ist eigentlich das Thema Elektromobilität hier spannend? Plant irgendjemand die Elektrifizierung seines Fuhrparks privat oder einmal ganz groß Hände hoch, trauen Sie sich? Ja, das sieht gut aus. Also planen oder haben Sie, fahren Sie auch schon? Ja? AC oder DC? Ja. Ja, spitze. Also dann nehme ich mal mit, dass wir hier einen großen Expertenkreis haben. Dann fange ich jetzt nicht beim Urschleim an. Dann können wir gleich auf die Sachen kommen, die Sie vielleicht viel eher interessieren. Und ich mache dann auch einmal mal Pause und Sie können mir mal mit Fragen löchern. Und mir, das fände ich ja auch noch ganz gut, mir mal so ein bisschen mitgeben, was Sie vielleicht noch so im Alltag im Bereich Elektromobilität vielleicht ein bisschen nervt und wo wir uns noch ein bisschen drum kümmern sollten. Ja. Ich nehme alles mit, ich kann nichts versprechen und ich möchte auch schon mal sagen, dass auch ich weiß, dass so ein Netzanschluss zu bestellen richtig nervig ist, aber wir sitzen ja zwischen beiden Ministerien, also zum einen Verkehrsministerium, dem Wissing und aber auch dem Wirtschafts- und Energieministerium bei Habeck und machen da den Beritt in beide Richtungen. Gut, politische Ziele, das kennen Sie dann, ne? Wir wollen 1 Million Fahrzeuge haben wir schon, aber die öffentlichen zugänglichen Ladepunkte dafür für 15 Millionen Fahrzeuge, so ist es prognostiziert. Im Moment stockt der Hochlauf ganz schön, also sind gerade in so einer Phase, wo wir in den Massenmarkt gehen und da ist natürlich jetzt so ein bisschen das Henne-Ei-Problem wieder da, weil die ersten Pioniere, wie wir sie hier ja auch anscheinend sitzen haben, die gesagt haben, ich schaffe mir das Fahrzeug auch an, auch wenn jetzt nicht an jeder Tankstelle, wie das unser Kanzler gerade angekündigt hat, eine Ladesäule steht, machen wir es trotzdem, vorbei ist. Und auch die Nutzergruppe, die wir jetzt uns ein bisschen angucken, die braucht es einfach ganz schnell und einfach wenig Veränderungslust, und dementsprechend ist da gerade ein verlässliches Ladenetz, da wo man ist, laden können und auch schnell laden zu können, auch wenn es das manchmal gar nicht braucht, enorm wichtig. Deswegen ist jetzt auch im Fokus die Schnellladeinfrastruktur, darauf konzentriert sich auch die Förderung, also so eine Wallbox-Förderung wird es wahrscheinlich einfach nicht mehr groß geben, aber da wollen wir ein Stückchen hin, aber eben nicht nur der öffentliche Bereich, auch wenn hier die C-Zahl natürlich den öffentlichen Bereich betrifft. Dafür gibt es natürlich einen Masterplan, nichts unter dem machen wir es nicht. Der ist jetzt in seiner zweiten Auflage und wir kümmern uns darum, das alles abzuarbeiten. Da stehen roundabout 60 Maßnahmen drin für den Pkw- und Lkw-Bereich und nimmt alle Querschnittsthemen ein Stückchen weit mit. Und ich habe es auch schon gesagt, wir denken auch den Netzausbau mit, denn Sektorkopplung ist einfach das Thema schlechthin, wenn man Elektromobilität, also ja, den Antriebswechsel und die Energietransform mitdenken möchte. So, das steht ja alle so ein bisschen drin. Nutzerfreundlich soll es sein, wir verzahnen E-Mobilität mit Stromnetzen, soll alles digitaler und einfacher werden. Ich glaube, geschenkt. Viel spannender sind jetzt nochmal die ganz aktuellen Zahlen. So sieht es aktuell aus. Wir sind bei knapp 1,2 Millionen rein elektrische Fahrzeuge und dann kommt nochmal knapp 1 Million Plug-in-Hybrids mit da drauf. Das ist gut.
aber bis 2030 soll sich die Zahl der BEFs verfünfzehnfacht haben. Also da gibt es auch noch eine Menge zu tun. Aber wie gesagt, ich habe spannende Impulse fahrzeugseitig mitgenommen. Leider nicht so ganz aus dem heimischen Markt, muss man sagen, aber das ist eine andere Diskussion. So, jetzt gucken wir mal auf den Bericht, den wir quasi mit begleiten und das heißt, wie man die ganzen Fahrzeuge dann lädt. Wir sind bei 81.000 öffentliche Ladesäulen, das ist okay, aber die Zahl hier, ne, die ist es. Es sind am allermeisten dann doch die AC-Lader und das sind auch ganz viele so eine von Stadtwerk nochmal initiierte Säulen. Da zählen auch wirklich noch die so Schuko-Stecker auch mit rein. Also alles, wo man irgendwo dran kann und das soll es im öffentlichen Bereich halt einfach nicht sein, wenn wir auf den Massenmarkt gehen, wenn wir wirklich 15 Millionen Fahrzeuge dann 2030 auch auf den Straßen sehen wollen. Deswegen gibt es eine Menge zu tun und wir haben uns überlegt, wir unterstützen das Ganze ein bisschen. So sieht unsere Förderlandschaft aus. Sie haben es ja gerade schon gesagt, es kann ganz schön wild werden und ich war ein bisschen traurig, dass unsere Förderdatenbank da nicht mit aufgeführt wird, aber das können wir nachholen. Danke. Genau, das würde ich nämlich einfach auch mal tun. Dann haben Sie unsere Förderprogramme auch nochmal aktuell mit dabei. So, das ist jetzt ganz schön viel, aber wer mal genau hinguckt, hier steht immer so in Umsetzung, das heißt, die sind zu. Es gibt im Moment hier im öffentlichen Bereich gerade nichts, was gefördert wird. Sind wir gerade am... Ich glaube, Ihren kann ich ja gar nicht so richtig sagen, aber am Anschieben im Ministerium, dass wir das noch dann 2024 realisiert bekommen. Aber für Sie vielleicht auch viel spannender, was fördern wir im nicht öffentlichen Bereich, gehe ich mal auf diese Seite hier. Und da sind es die beiden. Hier. Die Förderung der Schnellladeinfrastruktur hatte der junge Kollege von der N-Bank nämlich schon mit auf dem Zettel, genau. Die richtet sich an KMUs und Großunternehmen, also da scheitert es nicht an der Zahl 251. Die Förderrichtlinie soll Spätsommer, also jetzt sieht es im Moment so aus, September, also jetzt Ende des Monats, Anfang Oktober dann auch endlich veröffentlicht werden. Ich darf noch keine Zahl, was das Fördervolumen ist, kommunizieren. Ich darf Ihnen nur sagen, was kommt. Und ich zeige Ihnen nochmal gleich ein paar Eckpunkte dazu. So, das ist das eine, was für Sie als Unternehmer spannend sein könnte, wenn Sie noch nicht so weit sind wie die zwei Herren dort in Weiß. Oder aber so eher in dem privaten Bereich, die Kommunikation ist zumindest raus, soll zukünftig auch Solarstrom für Elektrofahrzeuge gefördert werden. Das ist diese Kombination. Ich habe ein Fahrzeug, ich habe einen Pufferspeicher, ich habe eine PV-Anlage und dann können wir das Ganze dezentralisieren. Das steckt ein Stückchen weit dahinter. Ne? Bis knapp 10.000 Euro geht da die Fördersumme. Ich weiß, das deckt nicht alle Kosten ab, aber kann sicherlich einen großen Teil fördern. Und da hinten kann ich, glaube ich, mal hinwinken. Der Herr kann Ihnen dann genau vorrechnen, welche Kosten Sie in Ihrem speziellen Fall dann dafür vielleicht abgedenkt bekommen. Genau, das ist ja eigentlich ganz schön, dass wir die Förderung vorstellen können und direkt auch einen, der es für Sie umsetzen könnte. Es geht also hier Hand in Hand. Antragsstart ist jetzt am 26. September, dann kann es losgehen. Und im Top sind 5 Millionen Euro und ich kann Ihnen aus der aktuellen Haushaltsdebatte sagen, wir freuen uns, wenn Gelder schnell abfließen. Also Wind und Verfahren, greifen Sie zu. Wir freuen uns, wenn die Gelder dort ankommen, wo sie auch gewollt sind. Gut. Einmal noch ein Blick rein, genau, Programmstart, habe ich gerade gesagt, ist der 26.06. ist der Investitionszuschuss, PV-Anlagenspeicher, Ladeinfrastruktur für private Wohngebäude und es braucht ein eigenes Elektrofahrzeug, das heißt, wir brauchen irgendwo im Antrag auch Ihren Halterbrief. Gut, und das ist die, wo der Spätsommer steht, aber es ja so ein bisschen der Frühherbst wird. Das ist der Investitionsausschuss für nicht öffentliche Schnellladerinfrastruktur ab 50 kW, PKW und Nutzfahrzeuge. Warum? Weil Sie natürlich an der DC-Ladestation auch ein Einsfahrzeug, das sind die Kleintransporter, hängen können. Ja? Jetzt muss ich mal fragen, bevor ich weitermache, gibt es irgendjemanden, der die Fahrzeuggröße darüber interessiert? Also ist irgendjemand, der sagt, ich habe Bewegefahrzeuge, die in die Fahrzeugklasse N2 oder N3 fallen. Ja, gut, dann
für Sie gibt es einen ganz speziellen Privatjet, genau, weil das ist alles so ein bisschen die Pkw-Förderung beziehungsweise Ladeleistung bis zu 50 kW. Wenn es jetzt größer wird, müssen wir das anders denken und auch das kommt quasi neu mit dazu. Ne? Das ist jetzt, wir haben es ja auch ein bisschen gerade gesagt, Pkw ist ein bisschen nicht durch, aber wir gehen in den Massenmarkt. Das bezieht sich auch auf die Ladeinfrastruktur. Beim Lkw sind wir noch ganz am Anfang. Da soll es jetzt mit dem initialen Ladenetz auf den Bundesfernstraßen starten. Warum ist das so wichtig? Es betrifft eine kleinere Anzahl an Unternehmen und Menschen, aber es ist der größere CO2-Hebel. Ja, und man hat nur mit den PKWs deswegen angefangen, weil die Fahrzeuge da waren. Jetzt kommen endlich auch die LKWs von den Herstellern. Jetzt können wir anfangen, das Ladenetz aufzubauen und fangen an, den Schwerlastfernverkehr zu elektrifizieren. So sehen so ein bisschen die Achsen aus, die man sich dafür ausgedacht hat. Es gibt auch eine EU-Vorgabe, was wir da irgendwie machen müssen. Also alle 60 Kilometer an gewissen Achsen soll es dann so eine Ladestation geben. Aber weiter würde ich gar nicht drauf eingehen, weil sie es erstmal nicht interessiert. Und ich ehrlich auch sagen muss, das ist noch ein weiter Weg. Also ich denke, dass wir da die erste Ladesäule vielleicht 2025 aufbauen können. Ja, wir gehen ins Megawatt-Charging rein, ne? Also da ist man nicht mehr, da ist man eher so bei einem Megawatt ist man dann dabei, um so ein LKW-Zwischenladen zu ermöglichen. Gut, weitere Informationen, ich habe es noch versprochen. Hier, wir haben mich auf dem Weg zum Pass- und Förderprogramm. Hier ist die Förderdatenbank, das ist am Wirtschaftsministerium für Energie und Umwelt angehängt. Die Folien gibt es ja im Nachgang, deswegen können Sie dann einfach auf den Link klicken und dann haben wir es eigentlich auch gut verpackt, glaube ich, oder? So. Es gibt noch eine Newsletter, wer sagt, diese tollen neuen Förderprogramme möchte ich in Zukunft nicht verpassen und Frau Müller kann ja nicht immer vorbeikommen, dann können Sie sich gerne anmelden. Es gibt auch andere Unterstützungsleistungen übrigens dazu, auch also gerade wenn für Sie vielleicht spannend ist, dass Sie sagen, hey, wir haben Ladeinfrastruktur auf unserem eigenen Betriebsgelände und wir würden die in Zukunft gerne auch betriebsfremden Fahrzeugen als teilöffentlich zur Verfügung stellen, haben wir einen wunderbaren Leitfaden, was die rechtlichen Dimensionen dazu angeht und auch die prozessualen Schritte, die man durchgehen muss, mit veröffentlicht. Und wir haben ein Flächentool, da kann man sich anschauen, wo denn überhaupt schon Ladeinfrastruktur steht. Also vor allen Dingen im öffentlichen Bereich, wenn Sie sagen, wir wollen gerne gucken, ob unsere Betriebswege damit abbildbar sind. Gut, und das soll es dann gewesen sein. Ich guck mal kurz auf die Zeit. Oh, ganz gut eigentlich, ne? Ich kriege Daumen hoch. Und jetzt, hier ist noch unsere Team-E-Mail-Adresse. Ich habe auch noch Visitenkarten mit, wer meine eigene möchte, aber da erreichen Sie uns alle. Und dann bedanke ich mich erstmal für die Einladung, das war nämlich super spitze. Aber ich wurde ja gesagt, ich soll noch kurz fragen, ob es Rückfragen gibt oder wollen wir es im Nachgang klären, weil wir jetzt schnell durchkommen müssen. Sie sind ja gleich in der Gruppe Elektromobilität und ich glaube, da sind die Fragen dann im Dialog noch ein bisschen besser platziert. Ist ja denn, es gibt jetzt direkt Verständnisfragen. Ansonsten würde ich sagen, wir haben ja nur noch anderthalb Vorträge, dann machen wir das danach. Tausend Dank. Und selbstverständlich nehme ich die Förderdatenbank noch auf. Ich arbeite tatsächlich auch mit der. Ich habe ja, aber man kann ja auch nicht 20 aufhören. Ne? So. Ja. Naja. So. Moment noch, Jana. Jana weiß, dass ich mich auf ihren Vortrag neben allen anderen natürlich ganz besonders freue. Ich kenne den nämlich schon und du machst es immer unglaublich schön und frisch. Du bist ja diejenige, die quasi die Leitung dann auch baut mit deinem Unternehmen und verlegt. Aber Herr Nienstedt, der mir jetzt gerade gar nicht zuhört, hat gerade das tolle Angebot gemacht, weil die Frau Heidermann von Elbis Systems ausgefallen ist. Und Herr Nienstedt aber offenkundig sehr eng mit dem Unternehmen zusammenarbeitet, was das Batterie-Recycling oder Second Life von Batterien anbetrifft, Zulieferer ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Und Abnehmer hat er angeboten, ob er vielleicht in 5 Minuten einfach mal aus der Hüfte dazu was erzählt. Und ich habe ja gesagt. Also wenn Sie nach vorne kommen und vielleicht uns einen kurzen Einblick geben, freuen wir uns sehr. Nee, von Frau Heidermann, die fügen wir bei, aber Ihre Perspektive interessiert uns jetzt auch noch viel mehr. Ja, wunderbar. Hallo zusammen, wie die Mutter zum Kinde, völlig unerwartet. Niklas Nienstedt, Geschäftsführer Synostic Energy, wir kommen aus dem Raum Wolfsburg. Wir sind einer der Partner von Elbis Systems.
Und wir dürfen die schönen Produkte, die die dort herstellen, quasi weiterverarbeiten. Deswegen gehe ich jetzt auf die Produkte ein, nicht auf meine Unternehmung. Das ist hier fehl am Platze. Elbe Systems habe ich mir angeschaut. Die verarbeiten quasi alte, in Anführungsstrichen alte, Batterien aus Elektrofahrzeugen von verschiedenen Marken. Insofern, dass sie ausbauen, prüfen, klassifizieren, wie gut sie sind, in verschiedene Cluster einordnen und das Ganze dann wieder aufarbeiten, um diese Batterien für den Normalverbraucher, wie mich, für den Privatbereich und auch für Gewerbekunden zielgerichtet wieder aufzuarbeiten. Sprich, wenn die Batterie nicht mehr ganz so gut ist und für einen bestimmten Anwendungsfall, wie zum Beispiel Lastspitzenkappung notwendig funktioniert, wird sie da eingesetzt. Ich habe also am Ende des Tages keine extra gebaute Batterie für diesen Speicher, für den Heimspeicher, für die Lastspitzenkappung, sondern ich habe einfach einen Speicher, der sonst geschreddert werden müsste oder wie auch immer. Im Ahrtal sind einige Elektroautos abgesoffen, um das mal so zu sagen. Die Batterien, die in diesen Fahrzeugen waren, konnten durch Elbe Systems anteilig wieder aufgearbeitet werden. Sonst werden die, das ist tatsächlich Schrott, Schrott muss eigentlich entsorgt werden und Elbe Systems darf das in Europa verarbeiten und wieder in den Verkehr bringen. Das ist ein Novum, das darf kaum einer. Also von daher fand ich das einen sehr guten Ansatz. Ich hatte vorhin schon mal die Frage, wie sieht es mit dem Preis aus? Ja, die sind jetzt nicht billiger als nagelneue Batterien. Leider nicht. Aber man hat den CO2-Rucksack nicht, der immer wieder hochgeworfen wird. Hier CO2, hier Speicherherstellung und so weiter und so fort. Da spart man sich ein. Und man investiert, wenn man da was kauft, in ein Unternehmen aus der Region, was ich persönlich immer gut finde. Und das finde ich einen hervorragenden Ansatz. Das Schöne bei den Speichern auch ist, zumindest für den Privatgebrauch, das sieht nicht aus wie so ein Stapelspeicher, das ist wunderschön in Edelstahl, kann man an die Wand hängen, kann draußen stehen. Also ich kann das nicht muss das nicht ins Haus machen, sondern am Carport selber. Beim mittelgroßen Speicher, 25 Kilowattstunden, hat man am Ende des Tages so eine Bank, wo man sich draufsetzen könnte. Sieht zumindest sehr schön aus, also optisch sehr ansprechend. Preislich in dem Bereich, wo man sich sagt, ja, ich könnte auch einen, keine Ahnung, Goodwee oder BYD oder was auch immer kaufen, aber von hier schlussendlich. Und von daher finde ich das sehr angenehm und Lasse und Carina sind so Funskerle, kann man nicht unbedingt sagen, aber sind halt total cool drauf und das macht halt Spaß, mit denen was zusammen zu machen. Gerade im Hinblick auf, neue Sachen, neue Ideen, wir arbeiten an einem Energiemanagementsystem und sowas. Also das ist halt wirklich cool und das macht halt wirklich Spaß. Also von daher, ja, das waren glaube ich die 5 Minuten, die ich hier füllen konnte. Wenn Sie Fragen haben, einfach fragen. Ich habe eine Frage. Wofür brauchen Sie die Batterien? Also die Akkus sind ja keine Batterien. Ja, es sind ja vollständige Akkupacks im Idealfall, die halt entsprechend eingebaut werden. Und ich für meinen Teil verarbeite die halt ganz normal bei Kunden im Gebäude oder am Gebäude für Photovoltaikanlagen als Speicher. Ich habe zu Hause auch so einen etwas größeren Speicher, weil man muss das ja ausprobieren. Und das ist einfach ein ganz normaler Zwischenspeicher für Photovoltaikstrom, für den Eigengebrauch und für Backupstrom. Oder halt im Großbereich, also Megawatt können die auch, als Lastspitzenkappung, als Zwischenspeicherung, all sowas. Also auch Container. Ja, also man merkt, also ich habe bei mir, ich merke es nicht. 10 Jahre Garantie gibt es im Regelfall auch, zumindest im Privatbereich. Gewerbe ist wieder eine andere Geschichte. So dass man einfach, es geht einfach. Also ich habe schon Goodwee Speicher verbaut und BYD und auch Elbe Systems Speicher. Und ich habe keinen Negativpunkt, eigentlich sogar Positivpunkte, weil oftmals der Output besser ist, nenne ich es mal. Und halt der große Vorteil tatsächlich IP65 oftmals. Ich kann das Ding draußen hinstellen, es läuft auch noch bei minus 20 Grad, weil das im Auto genau das Gleiche macht. So. Ja, klar. Genau, also kurz zum Temperaturmanagement. Akkus ist das eine. Jeder, der ein altes Handy hatte, weiß, okay, nach einem Jahr ist der Akku platt. Woran liegt das? Kein BMS drin, ne? Also kein vernünftiges. Wenn ich ein Batteriemanagementsystem, für die es nicht wissen, aber ich glaube, alle wissen das schon. Batteriemanagementsystem machen die selber. Also die kaufen nicht irgendwas dazu, sondern das ist alles selber gemacht. Ausgründung aus der TU Braunschweig, wenn ich das richtig weiß. Und
die haben da die verschiedenen Rennwagen gebaut und also die haben da wirklich, stecken da tief im Thema drin und das ist alles selbst programmiert. Und das finde ich halt ziemlich cool. Ja? Okay. Sonst noch irgendwer? Vielen Dank. Ja, wir danken Ihnen für den spontanen Einsatz. Herr Nietzsche, Sie sind wahrscheinlich dann auch gleich vermutlich auch gefragter Ansprechpartner im Bereich Elektromobilität dann gleich. Vielen Dank. Ich habe gerade gehört, im Bereich Elektromobilität gab es richtig lebhafte Diskussionen und eine Frage, die aufgekommen ist, kann ich vielleicht im Rahmen meiner Möglichkeiten beantworten, nämlich was die Einbindung von Energieversorgern bei den doch sehr relevanten Fragen rund um die Implementierung von Ladeinfrastruktur anbetrifft. In unseren Unternehmensnetzwerken beispielsweise sind die Energieversorger Kooperationspartner. Das heißt, sie sind immer, wann immer wir sie brauchen, da, müssen Rede und Antwort stehen. Ich bin immer wieder verblüfft, die werden ja doch oft gebasht, so, dass sie aber auch immer wieder kommen. Also das kann ich für unseren Teil nur so beantworten, dass sie als Ansprechpartner immer da sind. Also von meiner Seite war es das jetzt auch schon fast. Ich möchte mich erstmal im Namen auch des... Eine Minute noch, dann haben wir es geschafft. Ich bedanke mich jetzt erstmal im Namen aller Organisatoren ganz herzlich dafür, dass Sie da waren. Und ich habe die unbedingte Empfehlung, sich das mal anzugucken. Mir ist es völlig ein Rätsel, wie man das schaffen kann in so kurzer Zeit. Es ist unfassbar. Also, ich meine, es ist... Und ich glaube, man kann selbst da vor 10 Minuten stehen und nur staunen und lesen. Und ich glaube, du stehst da noch ein bisschen. Vielleicht dürfen wir dann auch noch mal eine Frage stellen dazu. Und ansonsten von meiner Seite, gucke gerade, übergebe ich jetzt nur noch an dich. Und du erzählst, was jetzt noch passiert. Ja, zum einen das Essen, das wird auf jeden Fall ein Highlight, da freue ich mich auch schon drauf. Aber einmal zur Info an alle, erstmal vielen Dank, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Das finde ich auch immer wichtig, weil es geht ja nicht nur darum, Sie frontal zu beschallen, das ist uns als Vito auch immer wichtig, sondern dass Sie wirklich was mit nach Hause nehmen, wo Sie sagen, okay, ich möchte jetzt vielleicht, sei es im Kleinen oder auch im Größeren, das Thema für mich angehen und dass Sie da eben, sei es ein Ansprechpartner oder die ersten Infos zu bekommen haben, das ist uns auch immer ganz wichtig. Also vielen Dank, dass Sie dabei waren, intensiv mitdiskutiert haben und ja, sich jetzt hoffentlich im zweiten Teil der Veranstaltung, der ja auch immer sehr nett ist, noch ein bisschen vernetzen, ein bisschen sprechen. Dann bleibt mir auch nur noch, mich zu bedanken, einmal bei der lieben Andrea, einmal bei den Referentinnen und Referenten. Nun möchte ich Sie gerne alle noch mal nach vorne bitten. Wir haben noch eine Kleinigkeit, also wirklich vielen Dank, dass Sie dabei waren, weil so eine Veranstaltung lebt natürlich auch durch die Besucher, aber auch natürlich durch die Leute, die hier den tollen Input geben. Genau, da möchte ich Ihnen gerne noch was überreichen. Einmal für dich, Andrea, für deine tolle Moderation. Vielen Dank. So, das ist hier alles etwas instabil. Vielen Dank, Jana. Das war wieder ein ganz toller Vortrag. Vielen Dank. Dann einmal vielen Dank, Frau Müller, dass Sie eingesprungen sind und uns ganz tolle Sachen wieder erzählt haben. Einmal auch vielen Dank an Sie, Frau Röhrig. Vielen Dank. Also ich bewundere es auch, dass man sowas kann in der kurzen Zeit. Vielen Dank. Und natürlich noch unsere beiden Referenten, die auch mit tollem Fachwissen uns hier versorgt haben. Vielen Dank, Herr Rabe. Danke, gerne. Und Sie, vielen Dank.